Hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Phoenix. Wir haben heute, ja, ich meine, wir haben viel gelootet und ich war recht erfolgreich, würde ich einfach mal behaupten. Das heißt, wir haben nun die unfassbar grandiose Möglichkeit, hier einen Haufen Kram zu basteln und Tops und Flo ein kleines Geschenk zu machen. Also, yay, würde ich sagen. So, also, ich habe diese Lollipops. Ich weiß immer noch nicht genau, was die Effekte machen. Da steht, die Effekte sind unvorhersehbar. Also bin ich ein bisschen, ja, zurückhaltend, sage ich einfach mal. Ich will sie nicht unbedingt nehmen. Ich habe hier meine Iron Armor, dieses aber die, die ich von den Skeletten und Zombies und frag mich was abgenommen habe. Das heißt, die zählt wahrscheinlich nicht in die Quest rein. Moment, lass mich kurz nachschauen. Ich weiß nicht, ich glaube, das war bei meiner oder bei Schmied. Ne, bei meiner war das andere. Moment. Hier, Schmied. Genau, das zählt nicht. Das heißt, wir müssen die auf jeden Fall gleich nochmal craften. Genau, dann mache ich das nämlich. Ansonsten habe ich... Ich habe 55 Eisen, das sollte kein Problem sein. Ich habe nämlich noch Golderz. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Ah, hier. So, genau, dann kann ich das nämlich schon mal zu Gold verarbeiten. Das ist auch... Es ist so viel, es ist so viel Kram. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen will. Da ist dieses Redstone Ore, by the way. Das kann man, glaube ich, auch im Ofen brennen. Moment. Gib mir wenige Momente. Momenten. Oh Gott. Keine deutsche Sprache heute. Momente. Und dann habe ich das auch erledigt. Es gibt so viel Kram zum Craften. Das ist super, super überfordernd. Okay. Scheinbar geht das irgendwie. Also, jetzt craften wir erstmal. Wir brauchen den Helm. Wir brauchen die Schuhe. Wir brauchen die Beine. Das heißt... Das wird jetzt hier erstmal kurz gemacht. Und dann kann ich, ich glaube, den Chestplate noch machen. Und dann habe ich die Quest, meine ich. Lass mich kurz nachschauen, ob ich jetzt die Quest habe. Nein? Doch, ich glaube, er hat das jetzt. Das heißt, ich kann die jetzt auch claimen. Ihr habt mir letztes Mal gesagt, oh ja, du kannst deine Quests claimen, dann kriegst du Geld. Wir haben nun die Quest completed. Aber noch nicht geclaimed, glaube ich. Ist das richtig? Ich bin nicht sicher. Ich war immer überzeugt davon, ich habe sie geclaimed, wenn dieses Quest complete kommt. Und es kam jetzt ja gerade wieder, also... Ist das das? Ist das das, was wir wollen? Oder muss ich wirklich noch manuell den Knopf da drücken? Ich sortiere, by the way, nur ein bisschen um. Hier gerade, ich glaube... Ansonsten, Zombies habe ich noch nicht ganz. Schafe habe ich wenig. Ich muss mal Schafe töten. Lass mich mal Schafe töten. Lehrling. Lehrling und das andere habe ich nicht gemacht. Aber Geschenk können wir jetzt machen, weil wir jetzt hier jemanden ein Geschenk hinstellen. Dann haben wir immerhin das. Genau, dann brauche ich 2 Diamanten. 2 von diesen Redstone Ores, weil die sind cool. Und genau. Das ist ja nicht unbedingt schlecht. Das hat ja jetzt, also, hat jetzt ja wenig Nachteil. Brauche ich 2 Kisten. Und ja, dann sind wir eigentlich bis auf ja, Schilder ziemlich gut aufgestellt und können uns auf den Ausflug machen. Und erstmal, ich glaube, das Haus von Tops ist näher als das Haus von Flo. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal kurz zu Tops rüber. Und ja, über die verbrannte Erde. Oh, da ist ein Creeper. Das ist super, super nervig, dass die unsichtbar werden. Ich glaube wirklich, das liegt der Mod, aber... Ah, es ist super schwer, deswegen Creeper zu killen. Ansonsten könnte ich voll die coolen Fallen machen. TNT, aber wir haben noch nicht so viel Gunpowder, heißt es, glaube ich. Ja, davon haben wir leider noch nicht allzu viel. Ich, okay, hier bin ich aber sicher. Ich bin froh, dass Tops Haus nicht kaputt gegangen ist. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich den Ärger dafür gekriegt. So, wir gehen hier hoch. Hier sind überall Buntstifte. Naja, okay. Wir ignorieren das einfach. Wir haben hier ein Schild. Das stellen wir gleich hin. Und können wir schreiben. Ich bin sehr unkreativ, was sowas angeht. Deswegen schreiben wir wahrscheinlich einfach sowas wie ein Geschenk. Ronja. Und ich würde sagen, damit sind wir gut, oder? Ja? Ich meine, dann wissen sie, dass es von mir ist und dass es... Das ist eine... Die anderen haben auch richtig viel ihre Kisten vollgeballert, aber ich weiß nicht, was ich da alles reinhauen soll. Deswegen versuche ich jetzt hier noch ein bisschen Kram aus meinem Inventar damit reinzubringen. Es ist jetzt nicht unbedingt das schlechteste Geschenk aller Zeiten.
So, ich glaube, das ist das neue Haus von Tops. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich die Kiste dahin hätte stellen sollen, aber Tops stinkt. Alles klar. Okay. Das, lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, dass das der Flur war. Naja, okay, das Haus von Flo ist auf jeden Fall in die Richtung hier dahinter. Ich glaube, ich erkenne auch schon ein paar Umrisse. Das ist ja super cool gemacht. Also die Jungs haben sich da echt Mühe gegeben. Die haben hier Brücken und die haben die ganze Zeit dran gebaut. Und alles, was ich mache, ist irgendwelche Höhlen durchplündern. Und, ja. Ihr wisst schon, Krams machen. Ich baue auf jeden Fall noch ein Haus, okay? Versprochen. Ich verspreche es euch. Wir schreiben wieder einfach nur ein Geschenk. Ich meine, gleiche Behandlung für alle, richtig? Das, Tipp ist scheinbar auch nicht meine Stärke. Okay. So, Fleisch, alles drin. Die blöden Lollis benutze ich eh nicht, die können die ruhig haben. Bin ich gnädig. So, dann hüpfen wir mal wieder zurück. Hier ist voll das... Ich weiß nicht, die haben sich voll Mühe gegeben mit den Wegen. Ich sehe mich da auch. Also, wir haben jetzt hier die Kristalle, ja? Okay, lass mich kurz meinen Plan erklären. Wir haben die Kristalle, damit dekorieren wir die Fassade. Habt ihr ja auch vorgeschlagen. Dann... Moment, ich muss mich kurz konzentrieren. Aufs Skelettemetzeln. Das Schaf können wir eigentlich mitnehmen. Es gab doch diese Töte-Schafe-Quest, oder? Haha. genau. Was soll ich sagen? Wir machen diese Regenbogenhäuser. Danach machen wir die Kristalle als Fassade um das Haus rum. Und wir machen den Rest einfach, schätze ich mal, aus Holz oder irgendwas Unauffälligem. So dunkles Holz würde ich nehmen. Oh Gott. Ich wollte nicht nur das Schaf angreifen, aber das Skelett war auch noch da. Und scheinbar auch ein Creeper. Ich sehe die Creeper nie. Also, ich weiß, die Creeper werden kurz unsichtbar. Aber die sind so grün, dass sie sich einfach so gut an die Landschaft anpassen, dann kriege ich nie mit, dass da eigentlich ein Creeper ist. Und dann habe ich immer richtig gelitten, weil ich mich voll erschrecke. Aber es ist nicht mehr so schlimm. Falls ihr euch noch an die Anfangs-Survival-Folge erinnert. Es ist nicht mehr so schlimm, okay? Ich erschrecke mich nicht mehr so. Mittlerweile bin ich ganz gut im gegen Monster kämpfen geworden. Gegen... Ja, okay. Und gegen Tiere, aber die Tiere wehren sich ja auch nicht. Aber die Monster, Mann, die mache ich kaputt. Okay, jetzt gehen wir in eine Richtung, in der ich vermute, dass mein Haus in der steht. Es ist hier gar keine coole Unterwasserlandschaft, das ist ein bisschen schade. Ab und zu waren echt schicke Sachen, aber naja, man kann ja nicht alles haben. Nee, genau. Oh, es ist gar nicht schlimm, dass wir ja hier vorbeigekommen sind, weil hier ist mein Crafting Table. Den habe ich hier abgestellt. Wisst ihr was, wenn wir schon hier sind, dann machen wir noch eine Truhe daneben oder so? Oder, ja, also schaut ja nicht. Wir machen hier einfach noch ein bisschen Ausstattung. Wir können eine Doppeltruhe machen. Dann stellen wir die hier hin und dann habe ich hier so eine Art zweites Lager, was so ein bisschen bei Flo in der Nähe ist. Und dann lege ich hier Kram rein. Weil mein Inventar so voll ist. Also, ich habe diese Schalker-Box. Die ist cool, aber mein Inventar ist trotzdem immer voll. Immer. So, dann haben wir, ich glaube, die Bogen kann ich gleich zu einem Bogen machen, wenn ich es nicht vergesse. so, genau. Das gerade. Dann haben wir nämlich nicht mehr so alles vollgeballert und können den Kram, den wir eh nicht brauchen, ablegen. Ich finde, okay, ganz kurz. Dieses Enchantment-Book brauche ich gerade nicht wahrscheinlich. Ich finde diese Wasserviecher ganz cool, die man gerade gesehen hat. Habt ihr die gesehen im Hintergrund? Die sind in diesem... Das ist übrigens, glaube ich, nicht die Höhle, in der ich war, aber ich gehe da jetzt nicht rein. Hier in dem Wasser sind gerade so Pegasus-Pferd-Viecher geschwommen und die sehen echt cool aus und davon will ich mir auch eins zähmen, aber ich habe leider noch keinen Sattel. Und, naja. Es ist nicht meine Priorität Nummer 1. Ich muss eigentlich ein Haus bauen. Ich dödel die ganze Zeit hier rum und zeige euch, was die anderen so gebaut haben. Und so, hier sind so Tops und jetzt geben wir Geschenke und blablabla. Aber eigentlich denken wir uns doch alle, Ronja, wann baust du endlich dein blödes Haus? Ich weiß, ich hab's vor, okay? Hoch und heilig versprochen. Ich hab es vor. So, jetzt machen wir erstmal die Kiste hier leer. Und die können wir nicht leer machen. Das ist meine Baumhauskiste, okay? Ich hab eine Kiste dafür. Ich bin bereit. Ich bin wirklich bereit, bald was zu machen. Aus Gold kann man, meine ich, wirklich nur diese Goldäpfel herstellen. Und dieses Enchantment Book.
Was wäre? Oh, Skelett, hör auf mich anzuschießen. Skelett. Stop it. Genau, dieses Book of Skills wollen wir. Stopp. Das habe ich nämlich irgendwie verloren. Ich hatte das ja letzte Folge schon. Aber ich habe das... Ich weiß auch nicht. Das ist jetzt irgendwie weg. Keine Ahnung, wieso. Aber wir craften uns das nochmal. Oder ich habe die Quest nicht gekriegt. Irgendwas war. Irgendwas stimmt mit diesem Book of Skills nicht. Was ist mit dem Mädchen eigentlich? Jedenfalls kann man das Book of Skills mit Gold craften. Das ist eigentlich alles, was ich damit sagen wollte. Greifst du mich an? Willst du mir was Böses? Willst du an meinem Shield vorbei, ha? Huh? Na? Okay, wisst ihr was? Wir werfen sie einfach mal runter. Mal gucken, was sie dann tut. Tja, da guckst du, ha? Huh? Ah. Wundert mich nicht. Was meint ihr, was bringt die für Loot? Ich weiß, man soll nicht die ganzen friedlichen NPCs töten, aber... Ich frage mich wirklich, was sie für Loot bringt, okay? Guck mal, jetzt kämpft sie zurück. Seht ihr das? Jetzt ist sie wütend. Jetzt können wir sie nicht am Leben lassen. Was kriegen wir denn hier? Moment, ich muss was rauswerfen. Meine Kiste ist zu voll. Ah, hier. Erde. Erde braucht keiner. Ha, nice. Ich meine, ich hatte sie jetzt angeditscht, ja? Und dann muss man einfach mal sagen, nee. Da muss man vielleicht einfach die Gefahr ausschalten. Die war direkt vor meinem Haus. Die ist direkt vor meinem Haus rumgelaufen. Die ganze Zeit. Ich meine, stopp. Kann ich meine Äxte zu einer großen Axt machen? Dann verliert man ja... obwohl die haben verschiedene Sharpness-Sachen. Verliert man dann die Verzauberung? Oder... Moment. Ich benutze sie einfach so. Weil ich glaube... Ich glaube, man verliert die Verzauberung, wenn man zwei Äxte reinmacht. So. Dann lass uns mal schauen. Hier könnte ich nämlich... Hier ist eigentlich kein schlechter Ort, ja? Hier könnte ich nämlich... ich crafte mir jetzt übrigens Papier. Mein Alternativhaus hinbauen irgendwo. Auch auf so eine abgelegene Insel. Wisst ihr, dann baue ich ja die Bäume hin, dann habe ich so eine Art Vorsprung. Vielleicht nicht ganz hier, weil es ein bisschen weit weg von den Jungs ist. Aber irgendwo. Irgendwo hier. So, wir machen jetzt... Papier macht man aus Sugarcane, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Paper. Wie gesagt, wir sind an diesem Book of Skills dran. Weil da stimmt irgendwas nicht und wir machen das jetzt und wir halten uns hier an alle Regeln. Ich möchte die Quest gerne haben und es ist halt so. Ich glaube, da brauchen wir das normale Buch, das grüne Buch, irgendein anderes Buch. Da! Oh, wir können das so direkt craften. Mir fehlt ein Leder. Ein Leder. Ich habe in irgendeiner Kiste noch Leder gehabt, das weiß ich. Mindestens noch so 3, 4. Wenn nicht sogar mehr. Aber ich glaube, das war die Kiste, die ich da hinten abgestellt hatte. Praktisch übrigens, ganz praktisch. Hier baue ich mein Haus hin. Wisst ihr, hier ist eigentlich kein schlechter Ort. Hier wird meine neue Basis erschaffen. In der Höhle, das ist eine andere Höhle. In der Höhle war ich noch nicht. Oh, wir haben sogar 9 Leder, habt ihr es gesehen? So. Dann haben wir jetzt auch das Book of Skills. Und können dann damit die Quest claimen. Und vielleicht weitere Skills. Wir haben jetzt hier ausgebaut. Ich weiß gar nicht, ob ich das onscreen oder offscreen gemacht habe. Deswegen zeige ich euch das jetzt einfach gerade alles nochmal. Die sind friedlich, oder? Ja. Moment, ich versuche die Quests kurz einmal zu claimen. Genau, hier. Das hatte ich nämlich schon mal, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Und irgendwie funktioniert es immer noch nicht. Doch, jetzt. Genau, Lehrling. Da haben wir es. So. Und zwar... Jetzt können wir nämlich schauen. Wir packen den ganzen Kram mal in die Kiste, die wir nämlich brauchen. Jetzt können wir nämlich schauen. Und zwar, ich hoffe, das beklaut mich hier niemand, wenn ich meine ganzen Wertedelsteine hier reinmache. Genau, Claim. Kriege ich jetzt Kram? So, dann können wir einfach unsere ganzen Quests mal claimen und mal gucken, was uns das überhaupt bringt. Was uns diese Geldscheine bringen und ob man die überhaupt bekommt. Das würde mich ehrlich interessieren. Oh, man kriegt die. Okay, 20 Level. Okay. Was kann ich damit machen? Wir aktivieren jetzt erstmal die Goldbox. Moment. Was kriegen wir denn? Eine goldene Chestplate. Bringt mir jetzt nicht so viel. Sieht aber schick aus. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Aber wir packen es erstmal alles in die Kiste. Diese Rehe machen mich nervös. Genau, das können wir alles upgraden. Wir haben Soft Landing, Leader, XP-Bank.
Es gibt richtig viel. Was ich, glaube ich, ganz cool finde, wäre sowas wie, dass man schneller Holz kaputt macht. Hier auf Soft Landing haben wir schon diese zwei Punkte drin, weil wir das Book of Skills ja schon mal hatten. Und blablablub. professionell hier. Und Attack Speed können wir ein bisschen was reinmachen. Genau, und Soft Landing, habe ich mir gedacht, ist nicht schlecht, weil ich ja hin und wieder ja in Höhlen gehe und dann Fallschaden kriege. Und naja, das war's aber auch schon für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Phoenix sehen wollt, dann schaut unbedingt am Sonntag vorbei. Ansonsten, macht's gut. Tschüss.